Weiter geht's mit SW Tor. Oder auch Star Wars The Old Republic genannt. Jedi Wächter. Klasse. Und dem Planeten Taris, glaube ich. So, ich brauche mal einen Händler hier. Ich brauche mal kurz einen Händler hier, wirklich. Ich habe wirklich Geldprobleme. Hier ist kein Händler. Hier, dich nehme ich vorübergehend. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Weg. Das machen wir mal so hin. Seht euch ruhig so, um. Haben wir irgendwie einen Gefährtenhändler? Nee, ne? Hm, schade. Naja. Oh ja, das war der Planet. Oh, auch sehr speziell. Was ist hier? Gruppenkuscheln oder was machen wir denn hier? Achso, der macht Handlungsbogen. Ah, verstehe. Alles klar. So, schnelle Reisen können wir vermutlich nicht. Hm, denke ich. We shall see. So, wo kannst du mich hinbringen? Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Route zur Verfügung. Oh, das ist wahrscheinlich so klug, oder? Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Wenn ich mich hier hinporte, ist das klug? Oder warte mal. Stopp, ich kann mich hier hinporten, oder? Passen Sie auf sich auf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das die richtige Entscheidung war. Oh, ich bin. Habe ich das Ding jetzt hier ausgetrickst? Oh, okay. Achso, das juckt dir gar nicht. Okay. Ein Speeder, der da durchgleitet, ist denn egal. Wir sind Wachen, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Überrannte Siedlung, okay, verstehe. So, eigentlich müsste der Gleiter jetzt gleich anhalten. Sonst fliege ich zu weit. Oh, nicht gut. Lass mich hier raus. Ja. Nein, lass mich hier. Nein. Okay, wir sind doch einen kleinen Abschnitt zu weit geflogen. Ah, scheiße. Das heißt, ich muss den Abschnitt wieder zurückfliegen. Das ist ärgerlich. Naja. Was soll's. Mein Gott, also jetzt fliege ich bis zum Ende oder was? Oh, das ist gar nicht gut. Das ist sehr bitter. Naja. Na komm. Lass mich hier raus. Wahrscheinlich fliegen wir jetzt hier hin, oder? Ach ja. Oh ja, ziemlich sicher sogar. Naja, ist okay. Dann nehmen wir den doch wieder direkt zurück. So, lass mich direkt aufsatteln hier, zack. Ich grüße Sie. Wir müssen hier hin. Stehen folgende Route und zur Verfügung. Wieder zurück. Naja, ist okay. Kleinen Exkurs durch Taris? Taris heißt der Planet, glaube ich, oder? Taris, mein Gott, nah dran. Sehr nah dran. Ach ja. Oh, da wird jemand gechased. Er wird verfolgt. So, jetzt müssen wir aber auch gleich da sein, endlich. Meine Güte. Lass mich raus. Jawohl. Let me out. Kann ich einfach hier lang gehen? Ist das so richtig? Ah, und dann hier hoch. Oh ja, sieht richtig aus, oder? Ne, das sieht irgendwie falsch aus. Warte mal, muss ich doch wieder hier runter? Aua, tut weh? Naja, tut weh. Okay, dann hier lang. Okay, verstehe, alles klar. Ist ein bisschen verwinkelt, der Planet. Zack. Die sinkende Stadt. Schöner Name. Da müssen wir hier runter. Da rein? Kann das sein? Oh shit, hier sind aber echt ein paar Droiden, ne? Uiuiuiui. Da rein. Yep. Erstmal durchgesneakt. Auf ganz entspannt. Zack. So, und dann hier. Oh, okidoki. Macht euch weg.
Bam, bam, bam. So, ja, nee, da hast du recht. Das dauert ein bisschen. Mach dich weg hier, komm. Ach, sogar eine Bonusmission. Wie wunderbar. Kannst du hochkommen? Ich meine, ich könnte auch abkürzen, ne, aber... Ja, scheiß drauf. Was ist hier? Oh, warte mal. Das nehmen wir mit. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich hab da was für dich, so. Aus dem Gebiet rausgehen. Vielleicht sollte ich doch mal langsam einen Heldenmoment wieder benutzen. Komm, scheiß drauf. So, jetzt komm. Jawohl, ein paar Blitze. So, da benutzen wir mal ein bisschen Orbitalschlag. Auch wenn das, glaube ich, viel zu unnötig ist, aber... Was soll's? Aber warum ist hier ein imperialer Geheimoffizier? Ich dachte, der wird nur von Druiden bewacht. Das ist sehr komisch. Wart mal, euch mal ja weg, kein Problem. Und weg mit dir. Wie viel haben wir jetzt? 4 von 8. Okay, ist noch nicht so viel. Bam. Oh, die sind nervig. Ja, wobei, die halten nichts aus. Die halten ja gar nichts aus. Oh, hier sind noch mehr von euch. Oh ja. 7 von 8 und 8 von 8. Warte mal, mach das mal weg hier. Zack, paar Blitze. Das hätten wir auch geschafft. Wunderbar. Sehr schön. Und jetzt hier runter, oder wie? Ja, komm, scheiß drauf. Und Abmarsch. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Keine Sorge. Oh, okay. Mach dich weg, komm. Und weg. So, war's das schon? Kleiner Hinterhalt. Lächerlich. Wächter 1, okay. Wer ist er jetzt hier? Genug des Blutvergießens. Lasst uns professionell sein. Na klar. Ich bin Wächter 1 vom Imperialen Geheimdienst. Diese Männer, gegen die ihr gekämpft habt, haben mir gedient. Ups. Dieser Ort war ein Geheimnis. Wie habt ihr so schnell von dieser Operation erfahren? Im Gegensatz zu dem, was General Vasatra glaubt, weiß ich schon seit einiger Zeit von diesem Außenposten. Aha. Eure bevorstehende Ankunft zwang mich zu sofortigen Maßnahmen. Mein Auftrag ist es, das Imperium vor Dr. Guderas Waffen zu schützen. Ich fürchte, ich kann ihn euch nicht überlassen. Das geht leider nicht anders. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Der imperiale Geheimdienst bewertet bevorstehende Gefahren stets äußerst plötzlich. Ich weiß ja nicht. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich habe zur Vorbereitung eure Stärken und Schwächen analysiert. Okay. Ihr habt den gefallenen Jedi Bengal Moore niedergestreckt, um zum Ritter zu werden. Ihr seid wahrlich ein Vorbild für euren Orden. Ja. Entweder kann dieser Kerl Gedanken lesen, oder er hat Spione auf Tython. Das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich eher Spione. Er hätte diese Informationen von vielen Quellen beschaffen können. Es zählt nur, dass ich sie habe. Das ist ein bisschen... Wie es der Zufall will, wird Dr. Guderra schon bald übel. In meiner Gewalt sein. Ihr habt bereits versagt. Na, wir werden sehen. Die Macht ist mit mir. Ich werde Dr. Guderra finden. Genau wie euch. Wie ich sehe, ist meine Verstärkung endlich in Position. Na, er hat mich abgelenkt. Eliminiert ihn. Ja, nee, das lassen wir mal schön sein, ne? Eliminiert, ich glaube, ich spinne. Weg. Verstärkung, ne? War's das schon? Weg damit. Komm. Jawohl, noch einer. Zack. Und zack. Schwächling. Oh, wer ist er denn? Remo. Verdammte Imperiale, selbst der Tod ist zu viel okay. für Sie.
Danke, dass Sie diese Einrichtung befreit haben. Geschieht dem imperialen Abschaum recht. Wer bist denn du? Bist du einer von Dr. Goderas Druiden? Was ist hier geschehen? Meine Bezeichnung lautet Remo. Dr. Godera hat mich dieser Einrichtung zugeteilt. Primärfunktion: Feindüberwachung. Okay. Die Einrichtung wurde gefährdet, als republikanische Feindlinge auf Taris ankamen. Und jetzt von diesem imperialen Abschaum. Ich muss Godera finden. Dein Erbauer ist in Gefahr. Kannst du mir sagen, wo er ist? Meine Programmierung verbietet mir jegliche Kooperation mit Nicht-Godera-Lebensformen, außer unter extremen Bedingungen. Dieses Kriterium ist nun erfüllt. Wächter 1 hat die Peilsignale dieser Einrichtung umprogrammiert. Er hat Dr. Goderas verschlüsselten Bioscan zu dessen aktueller Position verfolgt. Oh, wir müssen dasselbe tun. Wenn das bei Wächter 1 funktioniert hat, wird es auch bei uns funktionieren. Der imperiale Abschaum hat den Zentralcomputer zerstört, um das zu verhindern. Ich muss ihn reparieren, während Sie die Peilsender außerhalb der Einrichtung zurücksetzen. Okay. Ich gebe Ihnen die Koordinaten der Peilsender. Aber Vorsicht, draußen ist es gefährlich. An die Arbeit. Du reparierst den Computer und ich setze die Peilsender zurück. Jedi fallen laut Dr. Godera nicht unter die Rubrik republikanische Feiglinge. Gut. Jetzt weiß ich warum. Beginne Reparaturarbeiten an dem Computer. Kontaktieren Sie mich, wenn alle Sender neu gestartet wurden. Dann können wir Dr. Goderas Aufenthaltsort triangulieren. Falls Sie auf imperialen Abschaum treffen, vernichten Sie ihn bitte. Wie Sie mit republikanischen Feiglingen umgehen, überlasse ich Ihnen. Viel Glück, Jedi. Ich mag den Druiden. Der ist cool. Der ist doch ganz cool. Habe ich alles bekommen? Mitnehmen, aufmachen. Mittel ist gut. Klein ist schlecht. Das nenne ich mal ein Geschenk. Klein und klein. Mein Gott. Hier drin kann ich nicht reiten. Ach, das ist ja wunderbar. Zack. So. Ding, 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 ding. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Muss ich auf den Zug warten, ne? Auf den Aufzug. Und zack. Ihr werdet noch froh sein, mich dabei zu haben. Das verspreche ich. Mein Gott, die ist aber ein bisschen eingebildet, ne? Und zack. Schnell raus aus dieser komischen Einrichtung hier.